47 Auswärtsniederlagen in Folgen, da ist das 48. Auswärtsspiel natürlich ein harter Brocken zum Abschied. Aber immerhin, es waren interessante Gäste, Zuschauer in Linz auf der Kugel. Max Hartmeier mit einem deutschen Bundesliga-Trainer, mit Winnie Schäfer. Und dieser Winnie Schäfer, der wollte heute Markus Weißenberger beobachten. Er weiß, dass ihn Winnie Schäfer beobachtet, Markus Weißenberger, und er hat sich für heute einiges vorgenommen. 4000 Zuschauer im Linzer Stadion. Und gleich der Lask im Angriff. Über Kautz und Weißenberger, Dadi und Torhüter Balka. Eugene Dadi vom Lask. Wiederum die Linzer, wiederum über Weißenberger. Wenn Aktionen laufen, gute Aktionen, dann über Markus Weißenberger. Grassler. Und 1:0 für den Lask, 8. Spielminute. Herbert Grassler erzielt im letzten Meisterschaftsspiel sein erstes Tor in dieser Meisterschaft. Nochmals Herbert Grassler. In die lange Ecke, unhaltbar für Torhüter Herbig Walker, der zu Lustenau abwandern dürfte. Übrigens Gegentreffer Nummer 80 für Vorwärts Steyr, und das ist hier Jürgen Kautz. Um ihn hat Fenerbahce Istanbul angefragt, 7 Millionen wollen sie zahlen. Sportdirektor Konrad hat gesagt, mindestens das Doppelte ist er wert, müssen sie auch bezahlen. Milinovic hier mit einer Chance. Der Lask ohne Cheick Sidibé, er ist verletzt, aber er bleibt, hat unterschrieben, und hier Trainer Marinko Koljanin. Dann Vorwärts Steyr, typischer Sommerfußball, der in Linz geboten wird, aber doch mit einigen rassigen Szenen im Strafraum. Das war hier Schrammel, aber ich glaube, Ersatztorhüter Wimleiter hätte diesen Schuss gehabt. Wiederum Vorwärts Steyr. Der Toro. Madlener. Nimmt Maß. Vorwärts Steyr hatte zuletzt 1992 gegen den Lask gewonnen. Pausenstand 1:0 für den Lask, das ist hier Schiedsrichter Falb. Sein zweites Meisterschaftsspiel in der höchsten Spielklasse, das er pfeift. Wiederum die Linzer. Chance für Markus Weißenberger, aber großartig hier von Herwig Walker. Wiederum Weißenberger. Auf Dadi, große Chance hier für Dadi, und er ist ein Meister im Vergeben von Torchancen. Läuft sehr viel, aber hat nicht die Nerven im Strafraum. Und dann Foul hier, Vorwärts Steyr, Medlitzki nimmt Maß. Und Sie sehen es gleich, was es heißt, wenn ein Kapitän Sascha Medlitzki Maß nimmt. Der Ball kommt in einer ordentlichen Geschwindigkeit auf das Tor von Wim Leitner. Aber hier kein Problem für ihn. 1:0 nach wie vor der Spielstand, wiederum eine Situation, wiederum über Markus Weißenberger, der sehr lauffreudig, spielfreudig ist, und das 2:0 in der 68. Spielminute durch Christoph Lichtenwagner, sein drittes Meisterschaftstor für den Lask-Nachwuchsspieler. Nochmals hier Dadi und Lichtenwagner, und 2:0 für den Lask. Torhüter Walker spielte mit einem Cut über dem rechten Auge, Verletzung hat er sich letztes Mal zugezogen, und hier Trainer Sundermann, der trotz des Abstiegs in Steyr bleibt. Wiederum Weißenberger, Dadi! Verfehlt hier den Ball, aber was ist es? Hier gibt es Ausschluss, Gelb-Rot für Dadi. Warum? Wir sehen es gleich, weil Schiedsrichter Falb sagt, er hätte den Ball hier berührt, er hat die Hand gestreckt, und er hätte noch gehört, dass ihn ein bisschen berührt hat. Auf jeden Fall, der Lask nur noch mit 9 Feldspielern weiter, gewinnt mit 2:0. Der Abschied für Vorwärts Steyr, der Lask feiert den 4. Sieg im 4. Spiel hintereinander. Naja, das waren sie also, die Spiele der Max-Bundesliga-Saison 1998-99. Wie immer an dieser Stelle gibt es den kompletten Überblick. Schauen wir uns gemeinsam noch einmal alle Ergebnisse an. Der Sieg von Meister Sturm, also ohne Tore in Salzburg, die Niederlage von Ried, Austria-Duell haben wir gesehen, und zum Schluss Lask gegen Steyr 2:0. Zum Abschluss die Tabelle, so sieht sie also aus. Der Meister heißt Sturm und wird in die 3. Qualifikationsrunde der Champions League einsteigen. Vizemeister Rapid in die 2. Qualifikationsrunde. Der GAK spielt UEFA Cup, und eine kleine Änderung hat es noch gegeben.
Linz, LASK Linz und Innsbruck, Tirol mit Innsbruck haben noch Platz getauscht. Absteiger ist Steyr. Übrigens exakt die Tabelle, die wir auch in der vergangenen Saison hatten, mit Ausnahme des Tabellenletzten des Absteigers Steyr. Das war damals Admira. Jetzt schauen wir uns noch die Torschützen an. Torschütze des Jahres ist und bleibt Edi Glieder. Das war ja eigentlich klar. Die anderen Konkurrenten haben zwar noch nachgelegt, aber er war zu weit vorne. Edi Glieder gewinnt und wird Torschützenkönig mit 22 Toren vor Haas 17 und Meyer Leb 16. So, das war die Statistik der Max-Bundesliga. Jetzt kommen wir wieder zu den Emotionen hinaus nach Graz. Dort, nehme ich an, wird es jetzt bald einmal den Meister.